Hallo, mein Name ist Iris Günika, ich bin Life- und Business Coach. Ich begleite Menschen darin, zurück in ein erfülltes Leben zu finden, wenn sie in eine Krise geraten sind oder einfach wieder den Sinn für sich im Leben entdecken wollen. Ich bin gerade hier wieder in der Natur, der Frühling ist am Kommen, man sieht es unterwegs und ich freue mich, dass du dir das Video anschaust. Ich möchte heute zum Thema Achtsamkeit etwas sagen. Warum ist Achtsamkeit in der heutigen Zeit so wichtig geworden? Achtsamkeit ist unser Naturzustand. Und was wir heute betreiben, ist eher Unachtsamkeit. Was ist Unachtsamkeit? Unachtsamkeit beginnt da eigentlich schon, wenn ich zu schnell unterwegs bin, Multitasking betreibe, eigentlich nicht schnell genug meine Dinge erledigen kann, innere Unruhe mich antreibt oder andere innere Antreiber, wie der Machertyp, den ich auch sehr gut kenne. Das heißt, der Machertyp möchte Herausforderungen erleben, kann nicht genug davon bekommen. In der Regel ist er auch jemand, der die Vielseitigkeit mag, mit der Gefahr, sich zu verzetteln, eben indem er mehrere Bälle gleichzeitig gerne in der Luft hält und hat zudem auch einen hohen Anspruch an sich selbst und auch alle anderen, die um ihn herum sind, sei es die Mitarbeiter, sei es die Familie, den Partner, wer es auch immer ist. Ja, der Machertyp ist damit in der Regel auch mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs und das geht auch gut, solange ich jung bin, aber mit zunehmendem Alter merke ich dann auch relativ schnell zunehmende Überlastung, vor allem wenn ich dann auch, sage ich mal, gegen diese geringere Leistungsfähigkeit, die irgendwann kommt, auch beginne anzukämpfen. Wie gesagt, Anzeichen sind auf jeden Fall innere Unruhe, vielleicht auch schon Schlafstörungen, Konzentrationsmangel, der oft gar nicht bemerkt wird und dieses Gedankenkarussell, was ich auch erst wahrnehmen kann, wenn ich mich damit auch auseinandersetze oder bewusst ein Körpergefühl habe, mit dem ich auch das Gedankenkarussell wahrnehmen kann. Es führt zum einen eben zu dem Konzentrationsmangel, den ich benannt habe, und zum anderen eben auch, dass ich ein ständiges Gedankenkreisen im Gehirn habe. Ich merke halt, dass mir das schon auch nicht mehr gut tut, wenn ich mal bewusst hinhöre, einfach mal die Augen zumache, bewusst einfach mal dem Nicht-Tun mich hingebe und einfach nur mal die Augen zumache und versuche, mich auf das Stirnchakra zu konzentrieren oder das Herzchakra mitten auf der Brust. Das dritte Auge ist zwischen den beiden Augen in Höhe der oberhalb der Augenbrauen. Und einfach mal versuche, still zu sein, mich zu entspannen, die Schultern zu entspannen, den Kiefer zu entspannen und einfach nur bewusst einmal den Atem beobachte. Wenn ich die schon nicht aushalten kann, das könnte gerne mal eine Minute machen, ist das ein deutliches Zeichen, dass mich die inneren Antreiber, die innere Unruhe ständig in das Tun zwingt und das ist eben halt nicht gut für uns. Was noch zur Unachtsamkeit gehört, ist, dass wir ständig unserem Leben zwei Schritte voraus sind. Wir können nicht schnell genug irgendwo hingelangen, beschäftigen uns auch zu viel mit der Vergangenheit, indem wir immer wieder vielleicht über Fehler nachdenken oder Situationen, die uns passiert sind. Die Vergangenheit ist geschehen, ist passiert. Wir können sie nicht mehr ändern. Was wir ändern können, ab jetzt sofort im Hier und Jetzt präsent zu sein und aktiv unser Leben gestalten. Und am besten in Übereinstimmung mit mir selbst. Genauso macht es keinen Sinn, sich unnötig Gedanken über die Zukunft zu machen und dort mit problematischen Gedanken, Gefühlen unterwegs zu sein. Die Gefühle, unguten Gefühle entstehen automatisch, wenn ich zu viel Probleme wälze
Und Mark Twain hat so einen schönen Spruch, den ich ganz schön finde, der es auf den Punkt bringt. In meinem Leben hatte ich viele Probleme, die meisten sind gar nicht erst eingetreten. Und der ist eben wichtig, bewusst sich im Hier und Jetzt zu verankern. Das erstmal soweit für heute. Beim nächsten Mal geht es weiter. Viel Spaß beim Üben der Stille, das einfach das Nicht-Tun, wie die Achtsamkeit so schön sagt. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, in die Ruhe zu kommen und es genießen zu können, vor allem, was oft am Anfang schwerfällt. Durchhalten ist da gefragt. Alles Liebe, deine Iris, dein Coach.